Hallöle. Ja, da bin ich auch noch einmal. Denn ja, zum Thema Memory Decks, ich bin gerade, wie gesagt, dabei, Post zu verpacken, habe dann die Verpackung gemacht. Und dann hatte ich noch eine Idee und die möchte ich euch auch ganz schnell zeigen, denn die ist wirklich schnell gemacht. Und zwar eine Memory Card. Nein, natürlich nicht. Sondern eine Memory Card. Und auf der anderen Seite haben wir eine Tasche. Ich weiß, dass es so etwas gibt von Heidi Swap, in dieser Art zumindest. Und ich habe mir gedacht, ja, dass man sie eventuell Goodie Memory Card oder so nennt. Weil hier hat man dann halt wirklich eine Tasche. Da. Und in die kann man dann, ja, Goodies packen. Hier mit dem Eingriff. Und die habe ich jetzt mit einem Brett verschlossen, was mir allerdings nicht so toll gefällt. Die nächste werde ich anders verschließen. Und diese Seite kann man dann ganz normal gestalten. Und die Idee fand ich ganz schön. Sie passt, ne, ins Memory Deck. Und ja, das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Es ist gar kein Hexenwerk und eigentlich gibt es da auch gar nicht viel zu zeigen. Ja, ich messe mir das ganz kurz aus. Und zwar, wir brauchen einmal die ganz normale Memory Decks Karte. Die hat bei mir die Maße. Wie gesagt, wenn ich sie in meinen Spinner packe, hat sie die Maße von. Ach Mensch, so. Ihr seht nichts. Nein, natürlich nicht. Von 4 Inch in der Breite und 3 Inch in der Höhe. 3,5 Inch. So, und das zeichne ich mir hier auch einmal an. Und dann brauche ich eine Karte 4 Inch in der Höhe und einmal 3 Inch in der Breite. Kann ich ja. Und einmal 4,5 Inch in der Breite. In der Höhe. Bäh. So. Ich werde euch das gleich zeigen, dann werdet ihr das hoffentlich auch verstehen. Ich verstehe es ja gerade selber nicht. So, also, wir schneiden uns erstmal die Karten. Und zwar erstmal halbieren. Also 4 Inch mal 3,5 Inch. Das ist jetzt so meine Größe der Memory Decks Karten, die ich sonst immer benutze. Und dann brauchen wir eine Karte oder eine 4 Inch mal 4,5 Inch. So. Dann brauchen wir ein Falzbrett oder ja, unser Falzwerkzeug. Nehmen uns die Karte und unser Falzbein einmal bei einem Inch. Und das war's. So, jetzt nehmen wir unseren Stanzer und ja, runden uns die Ecken ab. Bei der Karte, die ja ganz normal. So, dann falzen wir uns das hier einmal um. Das wird später die Verschlusslasche. Und runden uns hier auch einmal die Ecken ab. Dann schaut das so aus und wenn wir das dann umgebogen haben, dann haben die beiden Karten die gleiche Größe.
So, ich würde euch jetzt, also, es kommt natürlich darauf an, wie wollt ihr die Karte verschließen. Ich werde diese Karte jetzt mit einem Magneten verschließen und nicht mit, da ist sie, und nicht mit einem Brett. Ha! Ich bin gerade etwas verwirrt. So, und zwar klebe ich den erstmal hier in den Deckel. Und da lasse ich den dann auch erst einmal. So. So. Und dann lege ich diese links drauf und denn da muss ja das Magnet rein. So. Zack. Und dann einfach mal feste drücken. Sieht man hier, wo der Magnet sitzen muss. So. Und den klebe ich mir da jetzt einfach mit einem Stück doppelseitigem Klebeband. Klebe ich mir den hier rein und diesen klebe ich auch noch mal kurz mit doppelseitigem Klebeband fest. So, und wenn wir das dann später zusammengeklebt haben, dann können wir das verschließen. So, warum klebe ich das noch nicht zusammen? Ganz einfach, weil wir diese Seite ja später gestalten. Und wenn wir jetzt das schon zusammengeklebt haben, haben wir ja diesen Huckel hier von den Magneten und dann ist es halt ja nicht ganz so einfach. Und so können wir die aufklappen. So, also dann können wir das aufklappen, die Karte ganz normal gestalten und dann, wenn wir die Karte fertig gestaltet haben, dann kleben wir das Ganze zusammen. Und zwar einfach hier am Rand. Entweder mit doppelseitigem Klebeband oder halt mit Flüssigkleber. Und dann kleben wir das Ganze einfach zusammen. Schließen das Ganze und jetzt müssen wir natürlich noch so, und hier habe ich jetzt nicht ganz sauber geschnitten, das schneide ich mal kurz mit der Schere nach. So. Und dann machen wir so, wie wir es immer machen, entweder mit dem Stanzer unsere Löcher oder wir schneiden sie rein oder wie auch immer ihr eure Memory-Karten locht. Das macht ihr dann. Und dann haben wir hier unsere Tasche, in die wir eine kleine Post, eine kleine Nachricht oder ein Goodie oder ja, wie auch immer einpacken können, verschließen das. Und was auch ganz toll ist, wenn wir das Ganze jetzt wirklich als Fotoalbum nutzen,
wie man das ja auch nutzen könnte. Dann kann man zum Beispiel die Karte gestalten. Man könnte hier Fotos reinmachen. Und wenn man irgendeine Kleinigkeit hat, die man dort aufbewahren möchte, dann kann man die in diese kleine Tasche packen und mit in das Memory Dex packen. Jo, das war meine kleine Idee zum Thema Memory Dex. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Karten werde ich natürlich in der nächsten Zeit noch gestalten und ja. Aber es wird auch bald ein Bastel-Update geben, denn ich habe ja in den letzten Tagen viel gewerkelt und bin auch noch dabei. Und dann werde ich euch natürlich, bevor ich alles verschickt habe, nochmal zeigen, was ich alles so in den letzten Tagen gebastelt habe. Und ja, ihr Lieben, das war's dann jetzt erstmal von mir. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wo ist sie? So. Und ja, das könnt ihr mir ja dann in die Kommentare schreiben oder einfach einen Daumen hoch da lassen. Ich bin gespannt, ob es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und bin schon ganz gespannt auf eure Ergebnisse. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal und sage Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.